hast Nackenschmerzen, kannst abends deswegen kaum noch schlafen und hast Angst, den Kopf zu bewegen, weil dadurch die Schmerzen ausgelöst werden können? Dann bleib dran. Ich zeige dir, was du machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern, deinen Schlaf zu verbessern und deine Angst von Bewegung zu reduzieren. Und zum Schluss erkläre ich dir, was das beste Kopfkissen für Nackenbeschwerden ist. Bleib dran! Nackenschmerzen können ein großer Störfaktor für den Schlaf sein. Naja, wenn dir der Nacken wehtut, ist es auch gut verständlich, dass man schlecht einschlafen kann, beziehungsweise dass man durch den Schmerzen wieder wach wird. Das Problem dabei ist, dass schlechterer Schlaf auch die Wahrnehmung vom Schmerz verändert. Das heißt, je schlechter du schläfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am nächsten Tag mehr Schmerzen wahrnimmst. Stabilisationsübungen für die Halswirbelsäule verbessern die Muskelfunktion und dadurch wird die Wirbelsäule stabilisiert und geschützt, was wiederum Schmerzen lindert und die Beweglichkeit verbessert. Diese 6 einfachen Übungen für zu Hause ohne jegliche Hilfsmittel haben sich bewiesen als effektiv für die Behandlung von Nackenschmerzen und für Schlafstörungen. Bei der ersten Übung geht es darum, dass du diese Vorwärtsbewegung, die wir normalerweise am Tag sehr häufig machen, einfach korrigierst. Dafür solltest du dich am besten auch vor dem Spiegel hinstellen und dann einfach Schulter nach unten und zusammen und den Kopf nach hinten bringen, dass du von dieser Vorwärtshaltung zurückgehst. Bleib in dieser Position, gucke geradeaus, halte sie ein bisschen und dann wieder locker lassen. Und dann noch einmal anspannen, lang werden, Schulter zusammen nach hinten, Augenblick in den Horizont und dann langsam locker lassen. Gefällt dir dieses Video und du möchtest weitere Informationen bekommen, wie du deine Gesundheit fördern kannst? Dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du wissenschaftliche basierte Übungsprogramme und Infos über das, was du selber für deine Gesundheit machen kannst, damit du gesünder und schmerzfrei leben kannst. Bei der nächsten Übung geht es darum, dass du deine Schulterblättenmuskulatur aktivierst. Den Blick hältst du geradeaus nach vorne, deine Ellenbogen sind gebeugt und dann ziehst du die beiden Schulterblätter zusammen. So weit wie du kannst, Spannung kurz halten und langsam wieder locker lassen. Nochmal langsam anspannen, bis du in der vollen Anspannung ran bist. Schulterblätter richtig zusammenziehen. In dem Bereich solltest du die Spannung spüren können. Spannung kurz halten und dann wieder locker lassen. Achte darauf, dass du bei dieser Bewegung nicht mit dem Kopf deutlich vorwärts kommst. Die nächste Übung ist ebenfalls für die Schulterblattmuskulatur bzw. den Nacken. Stell dich gerade hin. Schulterblätter zusammen nach hinten und dann nach oben Richtung Ohr. Kurz in dieser Position halten, dann weiter nach hinten zusammen und ganz weit nach unten bringen. Und komplett wieder locker lassen. Kopf geradeaus nach vorne, Schulterblätter leicht zusammen nach hinten, dann nach oben Richtung Ohr, dabei den Kopf nicht vorwärts bewegen, dann weiter nach hinten zusammenziehen und nach unten Richtung Boden. Bei der nächsten Übung geht es darum, dass du dich wieder daran gewöhnst, deinen Kopf zu strecken bzw. den Kopf in den Nacken zu nehmen. Du kannst, wenn es dir leichter fällt oder vielleicht wenn du Angst hast, einfach deine Hände als Unterstützung nutzen und deinen Kopf festhalten. Und dann so weit wie du kannst nach oben schauen. Die Spannung bleiben, kurz festhalten. Und dann wieder zurück zur Mitte. Spanne dabei deine Bauchmuskulatur an, weil dadurch bekommst du eine extra Stabilität vom Rumpf. Du kannst aber genauso gut diese Übung auch ohne die Hände bzw. ohne die Unterstützung machen. Schulterblätter nach hinten, Oberkörper gerade und den Nacken nach oben bewegen, so weit wie du kannst nach hinten. Kurz bleiben und dann wieder zurück nach vorne. Am Beginn der Übung musst du nicht in den vollen Bewegungsausmaß gehen. Es ist aber wichtig, von Tag zu Tag, von Wiederholung zu Wiederholung, versuche jedes Mal ein bisschen weiter nach hinten zu kommen. Bei der nächsten Übung geht es um die Aktivierung von den tiefen Nackenmuskulatur. Und die erreichst du mit einem Doppelkinn.
Leg dir auf den Rücken, Schulterblätter zusammen nach hinten, dein Augenblick richtet sich zur Decke. Und dann in dieser Haltung Doppelkind machen, halten und langsam wieder locker lassen. Bei der Anspannung von den tiefen Nackenmuskulatur wirst du spüren, dass den hinteren Partien den Übergang vom Kopf eine leichte Streckung erfährt. Für die letzte Übung bleibst du weiter auf dem Rücken. Deine Knie sind aufgestellt, dadurch stabilisierst du deinen Bauch und deinen Rumpf. Hände nach unten, Schulterblätter zusammen. Dann zuerst Kinn Richtung Brustkorb und dann den Kopf von der Liege oder von der Oberfläche hochheben. Runterkommen und erst wenn du auf dem Boden bist, dann den Nacken komplett ablegen. Versuche ganz bewusst, dein Kinn Richtung Brustkorb zu bringen. Die Studie hat gezeigt, dass die Patienten, die diese 6 Übungen gemacht haben, täglich für jeweils 15 Wiederholungen deutlich weniger Schmerzen hatten und auch deutlich besser geschlafen haben. Probier sie aus. Und welche Kissen ist das geeignete, wenn man Nackenbeschwerden hat? Egal, ob es ein Federkissen oder ein Schaumstoffkissen, beide sind besser, als ohne Kissen zu schlafen. Wichtiger als das Material scheint die Form und die Höhe vom Kissen eine große Rolle zu spielen bei den Beschwerden. Kissen, die wie eine Rolle aussehen, sorgen dafür, dass die normale Kurvatur von der Halswirbelsäule wiederhergestellt wird. Durch diese Haltung scheint es entlastend zu sein für den Knochen- und den Bandapparat, was dann für Schmerzlinderung sorgen kann. Es kann jedoch sein, dass diese Überstreckungshaltung für manche Patienten als weniger angenehm empfunden wird. Deswegen wird empfohlen, täglich 20 Minuten in dieser Haltung zu bleiben. Am besten am Abend, bevor du schlafen gehst. Und zu guter Letzt scheint es extrem wichtig zu sein, die Höhe von deinem Kissen. Sowohl für Männer als auch für Frauen scheinen Kopfkissen in einer Höhe zwischen 10 bis 20 cm das Optimale zu sein, wenn du Nackenschmerzen hast. Jetzt hast du eine Menge von Informationen bekommen, was du selber für deine Gesundheit machen kannst. Wende sie an und sei Herr der Lage. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!